Mode und Unsterblichkeit. Das klingt nach zwei völligen Gegensätzen, denn Mode ist ja bekanntlich vergänglich. Aber dass es möglich ist, beides zu kombinieren und daraus sogar eine anschauliche Modekollektion zu kreieren, das beweist uns Marlina mit ihrer Kollektion Immortality. Die Unsterblichkeit beschäftigt uns Menschen ja schon seit wir denken können. Was wird sein, nachdem wir gestorben sind? Gibt es überhaupt die Unsterblichkeit? Genau diese Fragen stellt sich auch die Designstudentin Marlina Sebastian. Also Unsterblichkeit ist für mich etwas, was es ja normalerweise eigentlich nicht gibt. Und das macht es gerade so faszinierend und spannend. Man will eigentlich etwas erlangen, was man nicht haben kann. Und ich denke, es ist eigentlich für den Menschen an sich nicht möglich, unsterblich zu sein. Und gerade wenn einem etwas nicht mehr aus dem Kopf geht, dann muss man es unbedingt umsetzen. So wollte Marlina das Thema Unsterblichkeit in ihrer Abschlussarbeit im Fach Modedesign mit ihrer Leidenschaft verbinden, der Mode. Und bei einem Besuch in einem ganz bestimmten Museum ist sie dabei auf eine Idee gekommen. Ich liebe es, in Museen zu gehen und mir Ausstellungen anzusehen und mich davon inspirieren zu lassen. Da durfte natürlich ein Besuch im Körperweltmuseum nicht fehlen. Und gerade dieses Dreidimensionale hat mich so inspiriert, dass ich dachte, daraus könnte man die Accessoires für die Kollektion entwerfen. Daher dachte ich mir, dass ich eine Anfrage ans Körperweltmuseum schicke, ob sie nicht der Kooperationspartner für meine Bachelorarbeit werden wollen. Nach ein paar E-Mails hin und her war sofort klar, diese Idee muss unterstützt werden. Und deshalb bot das Menschenmuseum Marlina ihre Unterstützung an. Also was wir hier im Museum zeigen, ist ja der Blick unter die Haut. Ne? Und alles, was man unter der Haut sieht, ist natürlich so nicht präsent. Und das, was Mode ausmacht, ist etwas, was die Haut bedeckt, was aber auch trotzdem den Menschen an sich repräsentiert. Und das finde ich eine sehr schöne Verbindung, das finde ich sehr spannend. Also unser Museum ist da sehr offen für solche Dinge. Auch junge Künstler und junge Studenten eben zu präsentieren, wenn sie eine tolle Idee haben, die mit dem Museum korrespondiert. Das Besondere an der Zusammenarbeit mit dem Museum lag darin, dass Marlina einige der Ausstellungsstücke in ihrer Mode kombinieren wollte und so das Thema Unsterblichkeit für den modebewussten Mann oder die Frau sichtbar zu machen. Die Stücke werden also eingescannt und dann im 3D-Drucker reproduziert. Für das Scannen ist der Anaplastologe Andreas Felten zuständig, damit später alles korrekt aus dem 3D-Drucker kommt. Ganz vorsichtig werden die einzelnen Stücke hingelegt und mit einem speziellen Scanner abgetastet. Auf dem Computer von Herrn Felten kann man schon sehr gut die eingescannten Regionen erkennen. Die sind durch die vielen grünen Punkte markiert. Also der Scanner arbeitet ist ein sogenannter Streifenlichtscanner. Das heißt, er projiziert ein Streifenmuster auf die Oberflächen und durch die Krümmung der einzelnen Streifen, die auf dem Objekt entstehen, was wiederum abfotografiert wird, kann er dann hinterher berechnen die Dreidimensionalität des Körpers. Wir haben ja vorhin gesehen, diese Punktewolke, die da bei dem Hirn entstanden ist, da sind die Punkte eben alle sehr, sehr dicht. Das liegt einfach daran, dass ich von drei verschiedenen Richtungen dann die Aufnahme hernehme und der Rechner setzt das dann zusammen. Man könnte also sagen, er funktioniert fast so ähnlich wie der Scanner zu Hause, aber eben nur fast. Doch davon erzähle ich euch ein anderes Mal. Der 3D-Künstler Alejandro Delgado hat die eingescannten Daten zu 3D-Accessoires weiterentwickelt. Um diese Daten druckfähig zu machen, hat das Unternehmen Antonius Köster seine Unterstützung angeboten. Der nächste Schritt nach dem Scan wird sein, die Daten zu bearbeiten und daraus die Accessoires zu erstellen. Wir denken momentan an einen Gürtel, eine Kette und ein Armband. Und diese werden dann eben 3D gedruckt. Genauso ist es. Nachdem die Daten eingescannt und weiterverarbeitet wurden, landen sie hier in Marzahn bei der Firma Fastpart. Hier wird seit über 20 Jahren mit 3D-Drucktechniken gearbeitet. Marlina ist schon sehr aufgeregt und möchte schon mal einen Prototypen aus dem Drucker anschauen, damit beim richtigen Druck auch alles passt.
Ein bisschen kann man dem Drucker auch über die Schulter oder in dem Fall durch das Fenster schauen. Herr Polisch, der Geschäftsführer der Firma Fastpart, überwacht den Druckvorgang am Computer und kann sehen, an welchen Stellen der Drucker gerade ist. Also, das ist ein generatives Verfahren, wo mit Hilfe von Polyamidpulver und einem Laser in einem Bauraum das Pulver letztendlich aufgeschmolzen wird. Layer für Layer, Schicht für Schicht wird das Modell, das 3D-Volumenmodell, was man hat, letztendlich über den Laser wieder zusammengesetzt. Als ob ich lauter Scheiben aus Papier ausschneide und sie alle übereinander stapel, habe ich am Ende dann ja, je nachdem wie dünn die Schichten sind, ein schönes, feines, gutes oder ein grobes Modell, was auch immer, hängt natürlich von der Auflösung der Daten zusammen und von der Auflösung, was die Maschine herstellen kann. Wir können die Maschine öffnen. Jetzt setzt man hier eine Hülle über. Und jetzt fahren wir den Kuchen nach oben. Und jetzt fahren alle Bauteile, die gemeinsam praktisch in dem Bauprozess drin gewesen sind, werden jetzt nach oben geschoben, um sie aus der Maschine entnehmen zu können. Da jede Schicht nur 0,1 mm dick ist, dauert der ganze Druckvorgang fast einen ganzen Tag. Nach ein paar Stunden ist das Material aus Polyamidpulver etwas abgekühlt und die Ausgrabung kann beginnen. Ganz vorsichtig legt er die einzelnen Stücke frei und da kommt schon mal ein kleiner Kirchturm zum Vorschein. Der Gürtel wurde nun auch freigelegt, muss allerdings noch von überschüssigen Pulverresten befreit werden. Das macht Herr Polisch in einem Glasperlenstrahler. Und fertig ist der Gürtel, bereit für die Kollektion. Sehr zufrieden mit der Arbeit begutachtet Marlina den Gürtel. So ist sie also entstanden, die Kollektion Immortality von Marlina Sebastian.